ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, heute ist wieder Künstler-YouTuber-Zeit und es gibt wieder ein kleines Tutorial. Und zwar möchte ich euch gern solche Täschchen zeigen. Das sind zwei Prototypen, eine aus einem A5-Blatt und eine aus einem A6-Blatt. Und das möchte ich euch gern zeigen. Und das Thema ist diesmal: Pack die Badehose ein. Ja, ich bin ein bisschen spät dran. Meine Badehose. Ja, das ist die Zeichnung. Und das wär's denn. Nein, natürlich nicht. Ja, das fällt mir ein zum Pack die Badehose ein. Nein, kommt noch ein bisschen mehr. Ich habe ein bisschen was gezeichnet, das wollte ich eigentlich verwenden, aber es kam dann doch anders als gedacht. Aber ich wollte euch gerne mal die Zeichnung zeigen, die ich gemacht habe dafür. Hier so ein Täschchen mit einem kleinen Kätzchen, das zum Strand möchte, mit Badeklamotten. Und dann noch ein Mädchen mit einem Kaktus, das ist ihr kleiner Freund und den nimmt sie immer mit, auch zum Strand. Und dann hier noch ein sportliches Mädchen, das gerade Lust hat, loszugehen. Ja, das waren dann so meine Zeichnungen, die ich dazu gemacht habe. Und im Endeffekt ist es dann dieses Täschchen geworden, das ich gebastelt habe, wo dann diese Badehose rein kann oder viele andere kleine schöne Dinge, die man verschenken möchte. Halt kleine Mitbringselchen oder andere Sachen, die werdet ihr dann in einem anderen Video sehen, was ich in diese Täschchen rein tue und was ich damit mache. Das Video verlinke ich euch, wenn es online ist, auch in der Infobox, wenn ihr da mal schauen wollt, könnt ihr gerne sehen, was ich da rein tue. Ja, jetzt zeige ich euch erstmal die Täschchen. Und das ist Täschchen Nummer 1 mit Heißkleber dran. Das sieht so aus. Wie gesagt, einfach gefaltet. Hier habe ich auf der Rückseite keine schöne Seite, denn das möchte ich gerne aufkleben und dann so als kleines Goodie Bag verwenden. Dann da ein paar kleine Sachen reintun oder auch was anderes Schönes, eine Karte. Man kann das auch als Gutschein verwenden, wenn man hier sowas reinsteckt. Finde ich ganz niedlich. Und das zeige ich euch dann anschließend, wie ich dieses Täschchen aus einem A5-Papier gestalte. Und dann hier noch ein kleines Henkelchen oder zwei kleine Henkelchen, einfach gehäkelte Luftmaschen. Ja, dann habe ich meine Blümchen oder mein Blümchen und meine Mädchen mit draufgeklebt und so sieht Täschchen, Tutorial Täschchen Nummer 1 aus. Das Tutorial Täschchen. Dann ein kleineres, das ist wie gesagt aus A6 Format Papier. Oh, ein schönes Wort. Das kann man von beiden Seiten angucken und benutzen. Und das ist dann mit meinen kleinen Seesternen bestückt. Mein Gott, der ganze Heißkleber, nee, Himmel. Ja, da werde ich dann auch was Schönes reinlegen. Und dann kommt Nummer 3, auch wieder aus einem A5 Papier, wieder hinten zum Draufkleben irgendwo. Auch auf einer Karte ist das ganz hübsch, finde ich. Wenn man da noch ein bisschen was reinlegt, kann man auch so eine Karte gestalten. Zum Beispiel hier so eine in einem Format von A5 kriegt man dann das Täschchen wunderbar drauf. Auf eine schmalere Karte geht, das Täschchen kann ja auch etwas überstehen. Geht natürlich auch. Das ist mein kleines Hamsterchen und meine Blätter, die ich schon mal gezeichnet habe, die ich gezeichnet habe und dann abfotografiert und ausgedruckt. So, Nummer 3. Ja, dann kommt noch Nummer 4. Das ist auch wieder so eine kleine. Da habe ich so mein kleines Früchtchen mit drauf und ein Kleeblatt, das ich gezeichnet habe. Hier wieder die gehäkelte Borte, wollte ich jetzt sagen. Die gehäkelten Henkel. Hier habe ich Folie benutzt in Holzoptik. Oh, das
Also mit dem Heißkleber ist ja schlimm. Ui, so schwer, ja, es hat ein bisschen Gewicht. Durch die Wolle und die Halbperlen, die dicken, kippt es nach dort. Ja, wie gesagt, die kann man auch von hinten angucken. Die anderen könnte man theoretisch ja auch von hinten angucken, aber wenn ich sie irgendwo raufklebe, nicht mehr. Jo, Spaß muss sein. Ja, und hier sind die Henkel ein bisschen anders. Da habe ich etwas festere Wolle genommen und da habe ich eine Reihe Luftmaschen und eine Reihe feste Maschen gehäkelt. Das sieht dann so ein bisschen aus wie Kordel noch mehr, finde ich. Obwohl die auch cool sind hier. Das sind welche, da habe ich zwei Fäden genommen und dann habe ich das gehäkelt. Mit zwei Fäden ist es dann ein bisschen dicker und dann sieht es auch noch mehr nach Kordel aus. So, und jetzt Nummer 5. Tada, meine neue kleine Errungenschaft. Mein Funkelflädchen. Oh, ich habe den Glitzerpunkt vergessen. Den klebe ich noch gleich rauf. Und dann ist das die Nummer 5. Auch wieder aus einem A5 Papier. Hinten kann man es wieder draufkleben. Ihr könnt natürlich hinten auch was drüber kleben und könnt das ebenfalls von beiden Seiten benutzen. Ja, ich finde auch diese Glitzersternchen, ja, Glitzerherzchen sehr schön. Die passen richtig wunderbar dazu. Und hier habe ich noch so geknülltes, selbstgebachtes Papier raufgeklebt. Und das Blaue ist einfach Kopierpapier, farbiges. Das lässt sich am besten falten von der Stärke her, so 80 Gramm. Und vielleicht auch noch dünner. Aber 80 Gramm ist okay, das lässt sich dann gut falten. Man kann es auch vielleicht mit etwas festeren machen. Geht auch. Hier ist, glaube ich, hatte ich etwas festeres Papier. Hat auch funktioniert. Muss man ein bisschen mehr falzen, dann ist das okay. Ja, das sind meine 5 Täschchen zum Thema. Pack die Badehose ein, wollen wir sie mal anziehen hier? Oh, guck mal, hat eine Badehose an. Los geht's. Ja, ich habe mich wieder sehr gefreut, mitzumachen bei unserem gemeinsamen Basteln im Bereich Künstler-YouTuber, die lieben Kreativen, die mitmachen, stehen bei mir wie immer in der Infobox. Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch bei ihnen vorbeischaut. Ich bin jetzt schon sehr gespannt und werde sofort schauen, was die anderen lieben Kreativen Schönes zum Thema Pack die Badehose eingebastelt haben. Meins könnt ihr euch jetzt angucken, das kleine Tutorial. Und nun wünsche ich euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit. Und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.